Ich bin per Kommentar gebeten worden, einmal zu erklären, wie das mit dem Hartlöten eigentlich funktioniert. Also Hartlöten ist einmal grundsätzlich Löten mit einer Arbeitstemperatur größer 450 Grad Celsius, ist dementsprechend stabil und hitzebeständig und man braucht natürlich einen Schweißbrenner dafür. Das sind jetzt verschiedene Hartlote. Je nachdem, welche Metalle man verlöten will, braucht man natürlich das entsprechende Lot. Das zum Beispiel ist ein Kupferhartlot, mit dem man Kupfer ohne Flussmittel verlöten kann und mit dem entsprechenden Flussmittel kann man dann noch Messing damit verlöten. Das da ist extrem teures Silberlot mit über 50% Silberanteil. Mit dem entsprechenden Flussmittel dazu kann man da sehr viele verschiedene Metalle verlöten, Kupfer, Eisen, Messing und so weiter. Das da ist ein Baumarktlot, wo das Flussmittel, wenn man es halbwegs erkennen kann, innen drin eingearbeitet ist oder halt dazwischen liegt einfach. Und das ist für Messing ausgelegt und Kupfer kann man auch damit löten. Und ja, muss man also je nachdem, was man verlöten will, das entsprechende Lot nehmen. Beim Lot steht dann auch dabei, ob und wenn ja, welches Flussmittel man dafür braucht. Ja, ich habe mir das Hartlöten selbst beigebracht. Wenn ich jetzt fachliche Fehler mache oder irgendwas Wichtiges vergesse, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich mal, dass ich schon was weitergeben kann. Als Brenner verwende ich einen modifizierten Schweißfix von CFH. Normal wird der mit diesen Einweg-Sauerstoffflaschen betrieben. Die kann man nicht auffüllen, Einweg eben, sind extrem teuer und passt recht wenig rein. Ich habe die einfach durch eine richtige Sauerstoffflasche mit einem anständigen Druckregler ersetzt. Ja, mitgeliefert wurden bei mir die Düsen 0 bis 3. Die sind nach der Größe geordnet, je nachdem wie viel Hitze man braucht, nimmt man die entsprechende Düse. 0 bis 2 sind für sehr, sehr feine Arbeiten. Der 3er ist vielleicht zum Löten von 6er und 8er Kupferröhren noch geeignet. Und die 4er ist die ich am meisten verwende. Die 5er ist dann schon wirklich stark und braucht enorm viel Gas. Ja, man könnte sich überlegen, ja, das Ding nennt sich Lötlampe, so ein einfacher Bunsenbrenner könnte man doch auch nehmen. Bei den allermeisten Hartloten bringt der viel zu wenig Leistung. Die Temperatur reicht nicht aus und die Lötstellen werden dementsprechend nicht so stabil und neigen dazu, undicht zu werden. Außerdem dauert es ewig und ist echt unangenehm, wenn man es damit versuchen will. Ja, so ein Propansauerstoff oder Acetylensauerstoff wäre natürlich noch stärker, aber mir reicht der mal fürs Erste vollkommen aus. Ja, dann zeige ich einmal das Löten. Bei diesen kleinen Kupferrohren ist es recht angenehm. Die haben 1 mm Wandstärke und Durchmesser von 6, 8, 10, 12 mm. Und die kann man dementsprechend einfach ineinander stecken. Wenn man sie nicht aufweiten kann, ist das eine Notlösung, die ich schon öfters bei meinen Kältemaschinen verwendet habe. Bevor man sie verlötet, sollte man sie grundsätzlich abschleifen, dass das Lot besser hält. Kein Dreck drauf und ein bisschen eine raue Oberfläche tut dem Lötprozess natürlich sehr gut. Geht einfach mit Schleifpapier. Das reicht dann schon vollkommen. So. So, ich nutze hier jetzt da die 4er Düse und das normale Kupferhartlot, weil das sind zwei Kupferröhren. Ich drehe als erstes ein bisschen Gas auf. Und dann den Sauerstoff vorsichtig dazu. Wenn ich hier anständig scharfe Flamme habe. Damit heizt sich das Ganze so weit auf, bis ich mir denke, dass das Lot jetzt da schön flüssig zerrinnen sollte.
dann probiere ich vorsichtig mit dem Löt drauf gehen. Wichtig ist, dass beide Komponenten relativ gleichmäßig warm sind. Und wenn das Lot schön zerfließt, schön die Kapillarkräfte nutzt, um in den Spalt zu fließen, dann sollte die Lötstelle besonders stabil und dicht werden. So, danach habe ich so eine zusammengemurkste Lötstelle, ist aber dicht und ja, hält. Dann hoffe ich natürlich, dass ich da einiges weitergeben konnte. Wie gesagt, ich habe mir das Ganze selbst beigebracht. Wenn ich fachliche Fehler mache, dann bitte in die Kommentare damit. Und ja, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.